Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier am Arsch. Wir werden jetzt in den Traktoren zurückfahren. Wir haben ja die Felder Nummer 2 und 15 gemäht. Aktuell wird dort die Grasballen gepresst. Die brauche ich aber jetzt direkt für den Hof, für die Silage. Oder kann man auch mitnehmen zum BGA. Wir fahren immer zurück. Und wir fahren gleich mal zum Hof, zum Feld Nummer 12, da haben wir auch noch eine Wiese. Da müsste bereits ein Traktor sein, ein zweiter. Und da werden wir dann morgen, ja, morgen ist gut. Ja, heute glaube ich sogar, noch mähen. Mein Weizen will ich nicht wachsen, wie es aussieht. Gehen wir auf 5 von der Geschwindigkeit her. Ja, habe ich heute Sonntagabend, Quatsch, Samstagabend. Ich wünsche euch einen schönen Ostermontag. Sonntag habe ich vergessen. Sorry, das ist schon zu lange her, dass ich vergessen habe. Bei Touringcard habe ich es auch vergessen. Aber das ist übel. Ich nehme es hier mal ein paar Tage voraus auf und da ist es durchaus möglich, dass ich das vergesse. Sind für mich halt normale Tage, mehr oder weniger. Gut, Montag ist frei, passt. Aber ansonsten mache ich da keine Ausnahmen. Tja, sind hier auf dem Marsch, ne? Mal sehen, ob wir den Gras mähen auf Feld Nummer 16. Obwohl ich ganz gerne noch einen Tag warten würde, wegen der Reifen gerade ist, aber auf der anderen Seite, ja, möchte nicht groß warten, weil die Zeit trägt irgendwann nachher und dann ist es ja eng, ne? Denn morgen ist Sommer. Nein, rechnerisch, ne? So, da sind wir. Ich überlege mir, ob wir gleich anfangen, Verband zu mähen. Denn vom Reifegrad her könnte es noch ein bisschen länger stehen. Ne? Das wächst noch nicht. Hier ist gut. Aber jo, da wollte ich düngen. Geht doch nicht. Da presse ich gerade Ballen und da auch. Da wächst auch noch nichts. Tja, Hopf noch nicht ausgesät. Wird jetzt hier auch spät werden. So, Gras. Da ist mittlere Stufe ungefähr. Ja, oder ja, erste eher. Aber gut. Denn morgen ist garantiert Getreidereif. Und dann haben wir da andere Probleme. Anders war. Gut, dann werden wir mal einen Kurs berechnen. Im Zweierverband. Ja, Feldmodus, Kursgenerierung, zwei Fahrzeuge, das ist nicht korrekt. Wir haben mindestens 10. Da haben wir Fahrzeug A und das ist B. Kursgenerierung. Und gehen wir auf 10 Meter. Vorgewende machen wir zwei Fahrzeuge. Ja. Dann würde ich den Kurs kopieren und auch immer links und einen rechts fahren machen. Den linken zuerst. Natürlich wollen wir noch das Feld definieren, da weiß ich ja, wo er berechnen soll. Ne? Dann war das nichts. So, das ist jetzt Fahrzeug Nummer 1. Und links ist nichts versetzt, bleibt so. Aktivieren wir mal, ob wir sehen können, was los ist. Aktiviert, 100 Meter ist okay. Ja, Autodrive habe ich dann auch hier aktiviert, aber ich habe noch keine Kurse eingefahren. So.
Du bist der Erste, der fährt, ne? Losfährt. Dann werde ich mit denen hier. Ein Stückchen zurückfahren. Aber nicht. Wir haben fahren, ne? So. Hier will man den Kurs kopieren. Es kann sich nur um den handeln, 11 Meter. Der wird hier rechts fahren. Passt. Die aktivieren auch noch. Ersten Wegpunkt. Okay. Oh, kalte Füße. Hafer. So, dann werden wir gleich mal loslegen. Ersten Wegpunkt. Einstellen. Und den gleich hinterher, ne? Und dann werden wir gleich mit dem Verband auch dreschen, ne? Der ist mir zu weit nach links. Das passt nicht. Ja, ja. 10 Meter. Also das wäre nicht gut gewesen. Dann musste mich genau rechts vom da dem Ding sein. Dann passt das. Ja, genau. Hoffen wir. Rechts. Auch mal gut geht, ne? So. Na. Der baut noch eine Weile. Dann gehen wir rüber zum anderen. Ja, Tafak haben wir ausgesägt gehabt. Schweinefutter. Der war auch noch ein bisschen. Wir werden mal gleich uns einen LKW schnappen und die Ballen aufsammeln und dann gleich hinterher düngen. Bevor das heute Nacht wieder wächst. So. LKW, wo bist du? Mal gucken. Drescher. Das muss ja irgendwo sein, ne? BGH. Dann fahren wir gleich mal die Gärreste zur. Zum. Na, da schon. Ja, Düngerfabrik. Und da können wir gleich den LKW nutzen, um die Ballen zu sammeln. Ich hab gleich mal geguckt, haben wir Zeit? Ne, haben noch Zeit. Lenkung schon eingestellt. Ja, eigentlich schon. Oh, kurz bei Zartlohn. Ich glaube, die Lenkung ist nicht eingestellt. Dann muss ich den ja ganz kurz machen. Gibt um die Empfindlichkeit. Ich habe normalerweise immer eingestellt bei 14%, bei 4%.
und Original ist bei 14. Und wenn ich jetzt recht erinnere, habe ich den Stecker umgesteckt, anderen USB-Stecker, von daher wird es auf 14 umgeschwungen sein. Ist nicht weiter tragisch, ist nur ungewohnt. So, unseren globalen Markt, ne? Mist habe da. So. Ja, 8000, das kann man produzieren, dann können wir was verkaufen. Leider funktioniert er nur, wenn der Fahrzeug dran hängt, sonst geht das nicht. Ist aber logisch, ne? Macht mir ein bisschen Sorgen, könnte bis mir nach rechts. Na ja, gut. Wird ja gut gehen. Wir brauchen noch eine Weile. Schauen wir mal, wo der zweite LKW ist. Nach einer Woche bin ich mir da immer nicht ganz sicher, ne? Ah! Da war was gewesen, ne? Gut. So. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich da jetzt die Dinger aktiviert hatte. Ich hätte mit anfangen sollen, ne? Ah, mit Mähen. Das vergesse ich auch jedes Mal. Das vergesse ich jedes Mal, dass ich da eigentlich. Hier habe ich es gemacht, glaube ich, und der 12 nicht. Na gut. Die Ballen nur so immer gern lassen, von daher kann ich mir immer noch überlegen, ob ich es in BGH abgebe oder ich gebe es für den Kühen als Futter. Tendiere eher als Futter, weil Mais, wenn wir das ja kalt machen, Silage. Aber wir haben ja genug Wiese. Und wir können garantiert noch einmal ernten, ne? Also. Kein Problem. So, so ist besser. Ja, sobald es wieder Winter haben, würde ich unter auf Minimum 6 Tage. Also mal sehen, vielleicht auch 9. Ist einer so einsam in der Ecke. Gleich mitnehmen, ne? Der eine Ballenpresse macht grüne Ballen und die andere macht rote Ballen. Quatsch, rote sage ich schon, weiße. Im Grunde die hellen, weil die ganz dunklen kann man nachts wirklich schlecht erkennen. Sobald wir hier fertig sind mit Ballenpressen und Absammeln, geht hier Düngerscheuer auf und düngt einmal kräftig, weil wir nachts wird's garantiert wachsen. So, 47. Wir haben voll.
gut. Den stellen wir jetzt die Bahn im Hof hin. Und oh, mein Gebäude ran. Hier rechts gleich können wir ranstellen, theoretisch oder ja. Hier am Gebäude ran. Badelager habe ich noch nicht. Also sowas haben die Kleinbauern sowieso nicht. Höchstens eine Scheune. So. Keiner bitten gern, ne? Ja, Heu musst du auch noch machen, ne? Bei Gelegenheit. Die nächste, ja, wenn wir Heu machen müssen, nächste Mal. Wir können auch theoretisch auch Heu sammeln auf der Wiese 12, ne? Oder wir können mal hier den Rest zusammenkratzen, ne? Was hier so rumliegt hier, aber mal sehen. Da ist jemand fertig, aber machen wir die Ballen hier wegsammeln, dann können wir gleich Düngerstreuen anfangen hier. Denn ja, war ziemlich schnell. Wir sind die Schnellen von der Feuerwehr. Ich glaube, wir gehen wieder auf 1. Jetzt sehen wir die Zeit davon rasen, dass wir heute Nacht nicht alles düngen können. Das wird schlecht. Also bevor das wächst. Da wir nur auf 3 Tage spielen, ist es sinnvoll, wir geben bei der Zeit ja nicht so viel Gas. Oh. Stell die Ballen einsammeln. Da haben wir es. So, 2 noch, dann fertig. Mal gleich düngen. So. Erstmal parken. Dann fahren wir runter hier. Das mal hatte ich mir aber die letzte Folge angeschaut, um kurze Erinnerungslücken zu füllen. Ne, da war noch was gewesen, ne? Das und das, ja. Ja, und es ist ein bisschen leichter reinzufinden in der einen Folge, in der ersten vor allen Dingen. Denn nach 7 Tagen ist ja auch ein bisschen lange her und man ist hier auch nicht mehr der Jüngste, ne? Daran liegt es ja an der Frage, weiß ich nicht, hoffentlich nicht. Ja, hier wächst auch noch nichts außer Unkraut. Das macht mir auch schon mächtig stutzig. Aber gut, ich denke mal, das kommt in einmal. Und ich wollte noch düngen, zumindest haben wir düngen.
Dann hier habe ich Tabak. Ja, Geld brauche ich, ne? Die brauchen viel Hopfen, unser Bier und Weizen und Gerste ist gerade bei. So, gleich düngen und dann geht gleich weiter. Aber in der nächsten Folge. So, liebe Schauer, das soll es jetzt für heute gewesen sein. Dann sagen wir tschüss und wir gewinnen. Ciao, ciao. Ja, vielleicht schaut ihr mal wieder rein. Schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.